Tja, die meisten Softwareentwickler, mit denen ich als Kunden zusammenarbeiten darf, die kommen meistens aus einer Welt, und dazu gehört die ganz große Masse, die so sich verkaufen, sagen wir mal, am Tagessatz so um die 720 bis 770 Euro. Ja. Jetzt mal angenommen, du hast so einen Tagessatz und du bist komplett ausgebucht. Dann nehmen wir das jetzt mal, ich glaube, der offizielle Multiplikator aufs Jahr gerechnet, Arbeitstage im Schnitt pro Monat sind wir bei 19,5. Wenn wir jetzt mal, sagen wir mal 720 mal 19,5 nehmen, dann sind wir ungefähr summa summarum bei 14.000 Euro, ich glaube 350 Euro oder so. 14.350. Ich weiß es im Kopf nicht genau auswendig. Ja? Kannst du es aber nochmal nachrechnen. Aber etwas über 14.000 Euro. Ich weiß es deshalb so genau, nicht weil ich so gut Kopfrechnen kann, sondern weil ich die Rechnung schon mit ungefähr 100 Softwareentwicklern quasi in Erstgesprächen durchgeführt habe. Also wenn du interessiert bist, quasi auch dich zu optimieren, sei es jetzt halt von der Thematik her, die Projekte, von der Art her, welche Projekte du quasi bearbeitest, also spannende Sachen machen möchtest, mehr spannend als wie das, was du jetzt gerade machst, irgendwie die vorgesetzt bekommst durch irgendwelche Headhunter, als auch zum Beispiel Prototyping oder einfach spannende Softwareprojekte, als auch mehr verdienen möchtest gleichzeitig. Ne, das ist durchaus möglich, habe ich schon oft mit meinen Kunden geschafft, habe ich auch zahlreiche Testimonials dafür. Einfach hier unten findest du irgendeinen Kalendrilink. Buch da einfach 20, 30 Minuten mit mir und dann schauen wir mal, ob wir da zusammenkommen. Und das ist dann so, wie gesagt, ich habe schon mit Dutzenden von Softwareentwicklern gesprochen, Freelancern, also die quasi alleine sind noch, Solo-Entrepreneure so gesagt, bei 14.000 netto zuzüglich Mehrwertsteuer, das ist so das absolute Limit, wo die sich bewegen. Ja. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, okay, das ist doch cool, ne? Ich bin verheiratet, habe eine coole Steuerklasse, da bleiben mir glatt 8.000 Euro übrig nach Steuern, ja, circa 8.000 Euro. Naja gut, wenn du jetzt mal bedenkst, dass allein im letzten Jahr viele Nahrungsmittel um 30% gestiegen sind, dann musst du das mal hier mal 0,7 nehmen, ja, also mal diskontieren das Ganze, ne, weil du hast jetzt nicht einfach mal sozusagen automatisch mehr verdient, nur weil wir jetzt hier die Preissteigerung hatten innerhalb von wenigen Monaten von 30% bei manchen Nahrungsmitteln, beim Sprit waren es 100%, das ist nochmal durchschnittlich 30%. Diskontieren wir das mal hier, dann sind wir schon bei 5.000 Euro noch. Reelle Kaufkraft, die du hast. Na, mal kurz Ausflug zur Inflation aktuell. Und naja, und wenn du jetzt mal sagst, okay, ich bin ja verheiratet, dann muss ich jetzt noch eine Frau mitfinanzieren. Wir haben vielleicht zwei Kinder oder wir planen zwei Kinder. Wir sind vielleicht in einem Ballungsraum, in einer sehr guten Gegend, na, so wie München oder vielleicht auch nicht gerade unbedingt in München, aber vielleicht ähnlich vergleichbare A- bis B-Städte. Wir brauchen also wirklich ein Haus mit mindestens zwei Kinderzimmern. Dann sind wir schon mal bei einer Investitionssumme von so einer Immobilie von 1,5 bis 2 Millionen Euro. Da kannst du sozusagen mal gut 30 Jahre hinsparen und bis dahin ist die Frau wahrscheinlich zu 300% schon wieder bestimmt dreimal weggelaufen. Ja, bis du endlich so weit bist, dass du genug Kohle hast, um das Haus zu kaufen, dich nicht super über beide Ohren verschulden musst, um dann letztendlich mal zwei Kinder in die Welt zu setzen. Also das ist ja mal faktisch die Realität, in der wir uns aktuell bewegen. Und es ist einfach schade und traurig. Aber wir müssen hier natürlich tun mein Bestes, um letztendlich High Potentials, wirklich, also ich bin wie so eine Art Talent-Scout, ja, kann man mich verstehen, wirklich gute Softwareentwickler mit noch mehr Talent eben dahin zu bringen, dass sie wesentlich mehr verdienen können als wie das und dann eventuell vielleicht noch ein paar Leute einstellen, dass sie einfach definitiv auf einen siebenstelligen Jahresbetrag im Umsatz hier kommen. Und ja, wie das sozusagen, wie wir das schaffen, dass wir hier das Ganze Faktor 4, Faktor 5 als Einzelkämpfer, das heißt als Solo-Entrepreneur, ja, würde ich mal das behaupten, noch Solo, das Ganze hier hochschrauben bis auf bis zu
Ja, 30, 40, bis zu 50k war schon das Höchste, was wir geschafft haben. Ja. Also ungefähr eine halbe Million, 600.000 im Jahr ist absolut möglich. Und da möchte ich einfach ein bisschen hier ein paar Insights mal geben. Und dann natürlich, wenn du Leute anfängst einzustellen, ja, dann sind wir ganz schnell auf Dingen, weil auf über eine Million Euro im Jahr. Was ja gar nicht so viel ist, insbesondere was Softwareentwicklung betrifft, weil ein guter Softwareentwickler kostet ja auch wieder so um die 100.000. Ne? Du willst ja auch nicht irgendwelchen Fliegendreck. Und von daher, ja, das Gesetz der großen Zahlen. Also, wie machen wir das? Gehe ich jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Super konkretes Beispiel. Ist mir heiß. Oh. Okay, alles klar. Ich hätte ein kurzes Hemd anziehen sollen. Also, gestern hatte ich zum Beispiel einen Kunden, den ich rangeholt habe für einen meiner Softwarekunden. Dieser Kunde wiederum war ein Unternehmen mit, hier mal ganz kurz, Kundenprofil. Also, sprechen wir mal so ein bisschen darüber. Wir reden jetzt hier vom Kundenprofil des Kunden meines Kunden. Okay, also mein Kunde ist ein Softwareentwickler, im Idealfall sowas wie du auch einer bist, sonst würdest du das Video bisher nicht angeschaut haben, hoffentlich. Also du bist Softwareentwickler, du bist mein Kunde und ich schaffe für dich Kunden ran, sowas wie den hier, den ich jetzt hier gerade an die Tafel male. Also Kundenprofil, das ist ungefähr hier ein Produzent. Ja, ein Produzent, Maschinen- und Anlagebauer, der wiederum ungefähr plus 500 Millionen Euro Umsatz macht. Das ist so ein cooler Sweet Spot. Das sind richtig mit 4.000 Mitarbeitern. Ungefähr. Das ist so ein richtig cooler Sweet Spot. Also Firmen, die noch klein genug sind, dass man relativ schnell einen Abschluss kriegt. Ne? Also innerhalb von Tagen, Wochen. Vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Und aber groß genug, um Potenzial abzuschöpfen, das heißt, um diese Kunden dann hinten raus mit dem Customer Lifetime Value, wenn du nicht weißt, was Customer Lifetime Value ist, der Kundenwert auf einen gewissen Zeitraum gerechnet. Kundenwert im Sinne von, wie viel Umsatz durchschnittlich bringt dir ein Kunde auf 5 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre und so weiter. Das heißt, bei so einem haben wir einen Kundenwert, sagen wir mal, mit diesem einen Kunden können wir locker über einen Zeitraum von 5 Jahren eine Million Euro machen. Überhaupt kein Problem. Auch wesentlich mehr, wenn du größer bist. Okay? Das sind häufig Kunden, die haben zum Beispiel, jetzt nur mal zum Beispiel, im Einsatz ja, sowas wie Microsoft Navision oder SAP, ERPs, also SAP R3. Ja? Die zahlen alleine für diese Software, zahlen die mal 200.000 bis 300.000 Euro. 200.000 bis 300.000 Euro nur Lizenzgebühren. Ja, so ein IT-Leiter, der hat vielleicht in dem Fall, wie gestern, der hat ein Team von 3 bis 6 Leuten und ein IT-Budget im Jahr von 3 bis 4 Millionen. Und das sind alles Dinge, die habe ich quasi für dich alles vorbearbeitet. Die ganze Vorarbeit übernehme ich für dich. In dem Fall, je nachdem, manche Kunden von mir, die wollen auch nur, dass ich sie berate und coache und so weiter, aber die meisten wollen auch, dass ich direkt hier sozusagen den perfekten, fertigen Kunden vor die Füße lege. Und dann machen wir das auch. Überhaupt kein Problem. Wenn du Bock drauf hast, einfach bucht einfach einen Termin mit mir. Schauen wir, ob wir da zusammenkommen. Und wie gesagt, natürlich bin ich auch nicht ganz umsonst, aber hey, wenn ich mich quasi innerhalb von ein paar Wochen rentabilisiere, ja, dann ist das alles ja überhaupt gar kein Aufwand, ne, sondern eine Investition in die Zukunft sozusagen. Ja. Und zwar besser wie jede Aktie da draußen. Ne, ganz wichtig. Ja, und das ist so das Profil. Und die hatten hier zum Beispiel jetzt als Systeme im Einsatz, sie hatten Microsoft
und SAP. Die haben hier Microsoft SharePoint. Ich mache das mal grün. Für Microsoft ist, glaube ich, irgendwie grün SharePoint. Und ja, und dann noch so ja, ein Haufen Maschinen, weil die mal Maschinenbauer sind. Ja. SharePoint, so Office. Ja, Office und dann noch ein CRM von Salesforce. Also so eine Art Fleckenteppich von Tools. Okay, so. Das ist jetzt sozusagen der Kunde, den ich da gebracht habe. Jetzt lasse ich wieder weg. Und dieser Kunde möchte Folgendes. Der hat eigentlich ein ganz banales Problem. Ja? Und dieses Problem haben wirklich alle Maschinenbauer. Und zwar Problem. Das Problem mache ich jetzt mal in Rot. So, Problem. Dieser Maschinenbauer, der Maschinen produziert, hat selber auch Maschinen, mit denen er diese Maschinen produziert. Sehr, sehr schlau, ne? Und diese Maschinen, die wiederum Maschinen produzieren, produzieren wiederum etwas, und zwar Daten. Okay? Also, die produzieren eine Menge Daten. Ganz viel Daten. Ja? Und so die Datenproduktion aktuell sieht ungefähr so aus. Die hat irgendwie gestartet vor 10, 20 Jahren. Lange gestiegen, 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 gestiegen. Und jetzt aktuell hier, ja, geht die quasi backwards, irgendwie so rückwärts gerichtete steile Kurve. Datenmenge, ja, an Datenmengen. Ja, bei manchen Unternehmen, also die sind quasi richtige Datenflut, ja. Ja, hier Datenflut. Ja, das ist eine richtige Flut an Daten. Das ist das Problem, und das haben jetzt, sagen wir mal, ganz viele ähnliche Kunden. Ah, das heißt, ein Problem, welches so oder so ähnlich ganz oft, ja, in einem potenziell sehr interessanten Firma, Kunden, ja, wo gewisse Grundkriterien, die ich vorhin an die Tafel gemalt habe, gegeben sind, vorkommt. Da könnte man sozusagen Folgendes machen, und zwar eine produktivierte Dienstleistung oder ein, sagen wir mal, produktiviertes Softwarelösung anbieten, um dieses Problem zu lösen. Und hier exakt ist der Hebel. Das heißt, was du machst, wir haben hier auf der einen Seite, so sieht die Struktur aus. Also Struktur, IT-Struktur, ja, ganz viele Maschinenbauer. Ist so, dass die haben hier das Universum Microsoft, ich kürze es mal mit MS ab, und hier drüben ist das Universum SAP. Das mache ich jetzt mal blau. Ja, und dazwischen ist was? Nichts. Sehr gut. Also dazwischen ist eine rote Lücke. Ja. Und in diesem Vakuum befinden sich eine ganze Menge Daten, Maschinendaten, dann prozessbezogene Informationen, also auch wiederum Daten. Ich kürze das mal alles ab. Prozessbezogene Informationen. Und ja, ganz viele Daten, die Excel, also quasi in unterschiedliche Formate, CSV-Formate, Raw Data Formate, ja, also die sind noch nicht mal im CSV, das heißt, die müssen irgendwie da ins manuell, ja, viele manuelle Tätigkeiten. Manuell müssen die irgendwie ins CSV runtergezogen, reingezogen werden, wo auch immer her, aus irgendwelchen Maschinen raus, dann müssen die wieder irgendwo reingefüttert werden, die müssen mit dem System sowas, auch mit dem System irgendwie mal reden. Und das ist also ganz viele Schnittstellen, ganz viel Chaos. Kurz gesagt, wenn du ITler bist, weißt du, worüber wir sprechen. Und hier
kommst du zum Vorschein. Das heißt, du musst jetzt eine Lösung bauen, die genau dieses Problem löst. Das heißt, du musst hier eine Datenbank, DEB, du baust jetzt zum Beispiel eine Datenbank, die die Daten in eine Struktur geben. Ja? Also das ist jetzt nicht Deutsche Bahn, sondern Datenbank. Und nimmst dieses Tool, ja, und verkaufst es dort. Und wir haben schon geschafft, dass wir quasi hier mit 3-4 Tagen Arbeit sozusagen mit so einer, sagen wir mal, vorgebauten Lösung, die wir dann nur noch customizen müssen, dies dann als individuelle Lösung anbieten und dort vermarkten und verkaufen und eine Lösung, die letztendlich für knapp 30.000 Euro verkauft haben, ja, und die letztendlich nur eine Woche Arbeit gekostet haben. Das heißt, geteilt durch 5, dann sind wir bei 6K am Tag. Das ist schon ein bisschen anders, als wir vorhin hatten. Wir hatten vorhin ja quasi 750 Euro pro Tag, Tagessatz durchschnittlich. Ne? Und wenn du sagst, okay, ich arbeite sehr hart, 10 bis 12 Stunden am Tag, natürlich war das eine ziemlich busy Woche, ja, durchgetaktet. Dann haben wir hier einen Stundenlohn von 500 bis 600 Euro, letztendlich effektiv Tagessatz. Und das Ganze ist ein Prozess von maximal 6 bis 12 Monaten, dass ich dich quasi, manchmal dauert es auch ein Jahr oder zwei, aber ganz ehrlich, wenn du noch jung bist, bist ein guter, talentierter Softwareentwickler, ist es eigentlich scheißegal, ob das Ganze, dass du ein oder zwei Jahre dauert, bis du auf dieses Level kommst, ja, wo du letztendlich effektiv 500 bis 600 Euro Stundensatz hast. Und ich kann dir eins versprechen, es geht vielleicht sogar noch mehr, wenn du bereit bist, quasi die Mauer zu durchbrechen, die Mauer des Solo-Entrepreneurships und letztendlich 1, 2, 3 Assistenten noch reinholst, die dir noch zuarbeiten. Okay, das soll es gewesen sein. Und was noch hinzukommt, wenn du dann diese 2, 3 Assistenten hast, weil du brauchst auch die Manpower, ein Stück weit dein Vertrieb und Marketing teilweise zu automatisieren, und sprich also Online-Werbung und quasi Online-Automatisierung. Wir haben dieses Ziel hier erreicht, komplett ohne Online-Werbung. Okay? Nur direkte, durch mich direkte Vertrieb und direktes Marketing. Das Produkt umgebaut, die Verpackung ein bisschen anders gemacht und positioniert. Ja? Und that's it. Also, bucht jetzt den Termin. Ich freue mich. Let's go, let's starten. Let's do it, auch for you. Na? Schon mal schauen. Bis dahin. Dein Thomas Klein. Bye-bye.